Ich sehe aus wie frische 12, Bart ist ready und ich würde sagen, ich bin ready für den 12.30 Uhr Content. Ihr habt richtig gehört, gestern Abend wollte ich ein Video bringen, ihr wisst ja, jeden zweiten Tag kommen derzeit auf den Kanal Videos, aber EA hat überhaupt keinen Content rausgehauen. Ich dachte, okay, einfach Non-Tent-Tag kommt mal vor, kennen wir alle. Aber nein, es war angeblich ein Fail von EA. Was ist angeblich? Es war ein Fail von EA und der Content ist jetzt nachgekommen von gestern Abend um 12.30 Uhr. Korea SBC ist erschienen. Wir haben eine neue Shapeshifter Challenge SBC bekommen. Und ganz wichtig, wir haben eine garantierte Shapeshifter Player Pick SBC bekommen von allen Teams, die erschienen sind. Kein Mindestrating bedeutet, sehr viel Müll kann dabei sein, aber wiederum sehr viel krasse Spieler können dabei sein. Und wenn wir mal auch jetzt im Hintergrund reingehen, alle Spieler, die ihr zum Beispiel jetzt im Hintergrund kurz gesehen habt, für eine Sekunde oder die drei, die ihr jetzt hier im Ladescreen seht, können zum Beispiel auch drin sein. Also alle Shapeshifter-Karten, die erschienen sind, auch die Hero-Karten, sind mit enthalten. Wir werden mein Pack gleich öffnen, aber nicht ganz mein Pack, sondern von dem zweiten Account das Pack, weil ich habe gestern Abend gedacht, okay, kein Content ist gekommen. Ich hatte Bock auf irgendwelche SBCs, weil ich sehr viel Futter im Verein hatte und habe das Icon-Pack nochmal gemacht. Also ich habe so um 2 Uhr nachts abgeschlossen und jetzt 10 Stunden später kommt so eine geile Shapeshifter-Garantie-SBC, die ich viel lieber mitgenommen hätte, weil sie auch viel günstiger ist als so eine Icon-Pick-SBC. Aber nun gut, wir haben mein 95x5 Shapeshifter-Pick geöffnet von den Tokens, von den 23 Tokens. Das habe ich vor 2-3 Tagen geöffnet, kam noch nicht dazu, das mit ins Video einzubringen. Hier seht ihr das 95 plus Shapeshifter-Pack, also ihr seht es jetzt noch nicht ganz. Aber jetzt könnt ihr das sehen hier, das Shapeshifter-Pack oder Shapeshifter Player Pick 1 von 5, alle 95 plus, werdet ihr einmal jetzt sehen. Danach gehen wir rein in mein Icon Pack, was ich gestern geöffnet habe. Und dann sehen wir uns wieder mit dem, ja, Garantie Shapeshifter Pick, was jetzt um 12.30 Uhr erschienen ist. In der Nacht, ein Mod von mir hat mir die Player Picks, fertig erspielt. Die zwei Tokens, die ich noch benötigt habe, für die 95 plus Shapeshifter Tokens, während ich trainieren war. Ich komme gerade frisch vom Training. Ich dachte mir erstmal, Robby, komm, öffne das Pack morgen. Aber ich kann jetzt nicht pennen gehen und das Pack einfach so liegen lassen, wisst ihr? Wenn ich weiß, ey, ich kann es jetzt abschließen. Bin extrem gehypt drauf. Vielleicht können wir irgendwie eine dicke Shapeshifter-Karte ziehen. Ich bin ehrlich zu euch, viel Hoffnung mache ich mir dann nicht. Wir machen das natürlich mit so einem Stat-Reveal auf. Aber vielleicht haben wir irgendwie Glück. Ginola, Di Natale. Mittlerweile, wo 4 Shapeshifter-Teams draußen sind, muss man halt sagen, gibt es sehr viel Müll in den Picks zu ziehen. Deswegen nicht mehr so viel Hoffnung. Ich habe viele schlechte Picks gesehen. Habe auch ein paar bei mir im Stream geöffnet. Und absolute Banger hatten wir nicht. Also kein Messi, kein Ronaldo, kein Ginola. Oder wie sie alle heißen, aber die Pelé, keine Ahnung, Ribéry und ihr wisst schon. Wir machen es trotzdem auf, das letzte Mal, wahrscheinlich in diesem FIFA, mit dieser Perücke. Lasst mich nicht lügen, ich glaube das letzte Mal, als ich das mit der Perücke aufgemacht habe, kam Eusebio und davor Pelé. Also wenn wir die benutzen, wir benutzen sie nicht oft, so, wir wollen ja das Packlack hier nicht übertreiben so. Dann liefert der eigentlich ab. Hier kommen die Perücke. Guckt mich an, was ich mache im Juli. Ich bin vor einer Woche 22 Jahre alt geworden. Das kannst du dir nicht ausdenken. EA Sports, come on. 93 Füße, Freunde. Freunde. Bitte wenig Defending, damit wir was Offensives haben, bitte. Ja, okay. Der erste Offensivspieler ist am... Defensivspieler ist am Start. Wahrscheinlich Außenverteidiger, würde ich mal behaupten. Oder Innenverteidiger. Nein. Mario Gomez auf der 1 bedeutet, das Pack ist nicht gut. Das hatten wir die ganze Zeit als Bug. Bedeutet, wir haben höchstwahrscheinlich Cordoba drin. Das ist doch dieser Bug, dass wenn Gomez auf der 1 ist, dann nur Müll drin ist. Ah, wir machen weiter. Jetzt schon die ganze Hoffnung weg, ich bin ehrlich. 90 Füße. Nun gut, wir machen weiter. Vielleicht Atal. Ich glaube Atal, ne? Atal ist gar nicht so schlecht, okay? Ja, ich weiß schon, was rauskommt, Chat. Ich kann euch alle Spieler jetzt schon predicten. Nächster Spieler hat wieder 90 Füße. Wieder kein kein Offensiver. Okay, kein Problem. Okay. Nee. Spinazzola. Habe ich in den SPC abgegeben, war Müll. Nun gut, wir machen weiter. Bis jetzt hat mich das Pack absolut gebrochen. Okay, es ist also... versteht mich nicht falsch. Ich will nur einmal dieses Offensivspieler haben. Gibt es keinen? Ich glaube nicht. Nein, wir können nur Defensivspieler ziehen. Okay. Ah, das ist aber eine geisteskrank defensive... Cordoba. Das erkenne ich doch. Ich sag's ja. Cordoba auf der 4. Es ist dieser Bug. Und jetzt kommt der letzte Spieler, der nicht so gut ist. Es ist dieser Bug... Okay. Dieser Bug, dass immer Cordoba... Ja. Nee, brauche ich gar nicht nachgucken. Ist nicht gut. Ah, warte mal. Joe Cole nehme ich mit. Joe Cole nehmen wir mit, Freunde. Ist der Beste, oder? Ich muss die Preise checken. Ja, Joe Cole ist gut. 5-4, Premier League.
Nee, Ligue 1, tut mir leid, Ligue 1. Bevor mich da jemand falsch versteht, ich wollte jetzt keinen Ronaldo oder so hier drin haben, sondern wir haben diesen Bug, das hat auch Pexi auf Twitter gepostet, dass Gomez immer auf der 1 ist. Und wenn Gomez auf der 1 ist, ist 100% Cordoba drin. Das ist ein Bug und das haben die nicht gefixt, schade. Ich dachte jetzt mittlerweile, heute ist es Dienstag, so wo ich das Pack öffne, haben sie es mittlerweile gefixt. Aber ich schaue ganz kurz die Preise nach und dann entscheide ich mich mal, welchen Spieler ich mir hier mitnehme. Wir haben hier einmal 210.000, dann haben wir Spinazzola, der liegt bei 250.000, okay, der ist sogar teurer als Atal. Dann haben wir Cordoba, der liegt bei 216.000 und Schluck auf, Joe Cole haben wir bei, okay, ich würde aber glaube ich sagen, ich habe halt extrem viele Offensivspieler. Ich habe Grealish, Insigne, Rodrigo, Zidane alleine auf der Bank. Cordoba könnte ich am meisten gebrauchen, könnte ihn aber wiederum gar nicht einbauen. Guck mal, mir antwortet jetzt ein Abonnent auf die Story, ich habe gepostet, ich öffne jetzt den Player Pick und er antwortet mir genau jetzt, du wirst Atal und Gomez 100% drin haben, ist ein Bug. Ich sag's ja, Freunde. Hätte ich jetzt gerade wirklich von diesem Bug 100% gewusst, dann hätte ich mir diese 23 Tokens gespart. Das ist ja Quatsch, dass man hier irgendwann die gleichen Spieler zieht. Aber nun gut, was willst du machen? Ich würde sagen, ja, keine Ahnung. Es sind ungefähr alle gleich wert. Schreibt mal rein, wenn ihr vielleicht mitgenommen hättet so. Die Leute aus meinem Stream wissen ja, dass oft mein Mikrofon buggt, sage ich mal. Und ich dann auf Mute bin. Und ich habe das in der Aufnahme bei dem Icon-Pack nicht bemerkt. Und die ganze Aufnahme sehe ich gerade, wo ich es schneiden will, ist einfach ohne Ton. Bedeutet, ja, ich zeige es euch jetzt einfach im ganz Schnellverlauf, das war, also da war nichts Gutes drin, an sich ist Eto'o ja wirklich ein guter Spieler, nur ich erkläre das auch da in dem Video, was mich halt genervt hat, ich hatte Eto'o ja schon letzte Woche, glaube ich, gezogen oder vorletzte Woche und habe den in die Icon SBC abgegeben, weil ich ihn halt gar nicht spiele, ich habe da 5-6 Offensivspieler auf der Bank, die viel besser als ein Eto'o sind und ich hatte den abgegeben in die 88er SBC, 3 Minuten später kommt der zurück, deswegen war ich da schon sehr gebrochen gestern Abend. Aber ja, was soll ich euch erzählen? Jetzt, wo das Video 2 Tage raus ist, kann ich euch sagen, Joe Cole spielt sich ehrlich sehr, sehr krass. Also wirklich, ich bin sehr zufrieden mit Joe Cole, weil wirklich ein dicker Pick ist auch nochmal ein Upgrade zu Grealish, wie ich finde. Und nochmal als kleine Info nebenan, Freitag, diesmal wirklich, startet das Footy-Event. Food Sheriff hat es gepostet, er hat irgendwie geschrieben, Food Shapeshifter ging 4 Wochen. Footies wird 5 Wochen lang gehen, also in 5 Wochen können wir jetzt mal zusammen Footies, wer Bock hat, durchziehen. Bisschen Just for Fun, coole SBCs werden kommen. Dann in 5 Wochen sollte es schon oder ist es schon Richtung Ende Februar, dann ist halt nur noch ein Monat bis zum neuen FIFA und dann nach dem Footy würde ich sagen, oder ich würde sagen Mitte August, wir werden ab und zu jetzt auch neue FIFA 23 News Videos bringen, weil gerade auch jetzt nächste Woche ein Trailer kommen soll, ein Reveal Trailer. Die ersten Ratings werden geleakt, die ersten Icons werden geleakt, da werden dann auch jetzt in naher Zukunft Videos zu kommen. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne mal wirklich in die Kommentare schreiben oder sagt ihr deinen Robby etwas zu früh. Aber so würde ich euch mit den neuesten Infos schmücken und wir werden auch gleichzeitig aktiv bleiben. Dann müssten wir nicht nur daily, sage ich mal, FIFA 22 Videos bringen. Wie ihr Bock habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ihr kennt das ganze Prozess. Bevor das neue FIFA kommt, kommen auch wieder Trading-Videos. Mich wurde auch gefragt, ey Robby, kommt auf deinen Kanal noch Trading? Ja, aber zum Trotz hatte ich halt aufgehört mit dem Traden und dann will ich euch auch nichts vormachen und irgendwie auf Krampf Trading jeden Tag bringen, weil, sage ich mal, das gute Klicks so macht. Das ist nicht mein Ziel auf YouTube. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und wenn es derzeit das hier ist, was ich im Hintergrund mache mit... Ja, perfekt. Genug geredet, wir gehen rein ins Pack. Wir machen natürlich ein Attributen-Pack, wie ihr das von mir kennt. Wenn ich alles hinbekomme, sollte das Video so gegen 15, 16 Uhr online kommen. Ist gar nicht meine Uhrzeit zum Hochladen eigentlich. Deswegen lasst gerne mal Liebe da, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir gehen rein, R3 und come on, ey. Bitte, einmal einen dicken Fisch aus dem Attributen-Pack. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay. Ja, nee. Also damit kann man, glaube ich, nichts anfangen. Na, nee, das ist erster Spieler, Much. Zweiter Spieler, 90 Physis. 92 Defending. Ey, versteht mich nicht falsch, ne? Ich mache diese Attribute halt sehr, sehr oft. Aber es sind von den Stats her immer dieselben Spieler. Ich kann den jetzt nicht... Doch, Atal. Ne, okay, Spinazzola. Aber den habe ich auch schon 500 Mal gezogen. Atal, Spinazzola, St. Just und Gomez und wie sie alle heißen. Sind immer dieselben Spieler. Aber vielleicht mal hier ein anderer... Okay, warte. Der sagt mir nichts, Chat. Der sagt mir gar nichts, aber der sieht krass aus. What the fuck? Pereira. Der sah auf dem ersten Blick viel besser aus, als die Karte jetzt eigentlich ist. Dann haben wir nur noch eine Karte und das ist... Sieht okay aus. Das ist Corona. Okay, okay, okay. Ich weiß, der ist ein bisschen was wert, so der beste von den 4. Aber ich würde sagen, das sagt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, kann man damit zufrieden sein? Die SBC liegt bei 350.000. Und Corona ist der teuerste von den 4, glaube ich. Vielleicht Spinazzola etwas teurer. 120, 130.000. Spinazzola liegt bei, warte, ich schau mal ganz kurz rein. Spinazzola wäre sogar bei 220.000. Also preistechnisch habe ich mich hier, sage ich mal, für den Falschen entschieden. Aber fürs Team, sage ich mal, und spielerisch
kann ich mit Corona mehr anfangen. Gut, wenn es euch gefallen hat, ein kleines Video, sage ich mal, einfach ein paar Packs, die ich in den letzten Tagen gezogen habe, euch Bescheid geben, dass ein 19 Uhr Content gekommen ist, dass Footies am Freitag starten wird. Ja, ich habe Bock auf Footies, ist vielleicht das letzte Video sogar, und dann am Freitag geht's los mit dem Footie-Event. Ansonsten, wenn irgendwas noch rauskommt von dicken SBCs, sehen wir uns morgen oder Donnerstag wieder. Ansonsten haut da rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und Peace. That you never be